von einer der wundervollsten Frauen der Welt, Sarah Lucia Hassel-Reusing, Menschenrechtsaktivistin seit dem Jahre 1999. Und ich habe die Ehre, diese Frau geheiratet zu haben. Und ganz herzlichen Dank auch an alle Leute, die hier sind. Ich möchte mich auch bedanken ganz herzlich bei den Müttern gegen Gewalt, die aufgerufen haben, zu unserer Kundgebung zu kommen und unsere Kundgebung zu unterstützen. Ja, da sind ja Missverständnisse aufgekommen von Leuten, die noch nie mit uns gesprochen haben, mit denen wir aber auch gerne bereit sind, in einen konstruktiven Dialog zu treten. Und als dass die Mütter gegen Gewalt diese Kundgebung angemeldet hätten. Nein, Anmelderin ist meine Frau. Deswegen steht sie ja auch bei dem Aufruf für die Kundgebung als verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes. Ich dachte, das ist eine Selbstverständlichkeit, wenn man sich mit unserer Kundgebung beschäftigt, das auch zu lesen. Mein Name ist Volker Reusing. Meine Frau und ich sind Menschenrechtsaktivisten im Sinne von UNO-Resolution 53144. Das ist die UNO-Resolution, die Willkür untersagt, Willkür, wenn für Leute, die sich nur für Menschenrechte einsetzen. Und Sie kennen uns vielleicht von unserem Politikblog, das ist der Blog, den wir haben, von unseren Verfassungsbeschwerden zum Lissabon-Vertrag, zum ESM, zum Syrien-Einsatz der Bundeswehr und auch zum Thema EU-Datenschutz-Grundverordnung. Außerdem haben wir uns engagiert für einen Verein, der sich für zwischengeschlechtliche Menschen einsetzt, haben wir dort wesentlich mitgeholfen bei zwei Parallelberichten, die darstellen, wie ein Möchtegern-Behandlungsstandard für zwischengeschlechtliche Menschen, deren Rechte verletzt, aus dem UNO-Sozialpakt, insbesondere das Recht auf ein Höchstmaß an Gesundheit und entsprechend auch die Rechte aus der UNO-Frauenrechtskonvention. Wir haben uns auch eingesetzt, menschenrechtlich gegen Genmanipulation in der Landwirtschaft, haben uns dafür stark gemacht, EU-Abgeordnete für Menschenrechte der UNO zu begeistern, denn da gibt es ja nicht nur Höchstmaß an Gesundheit, sondern auch ein Recht auf Nahrung. Wir haben uns auch eingesetzt zur Verhinderung eines globalen Staateninsolvenzmechanismus, haben damals Briefe an Entscheidungsträger der UNO geschickt, unter anderem die Arbeitsgruppe der UNCTAD, die einen Entwurf für ein Staateninsolvenzverfahren auf globaler Ebene vorbereiten sollte, nach den schrecklichen Erfahrungen, den schlimmen, undemokratischen und unsozialen Erfahrungen mit dem ESM war es notwendig, zu zeigen, damit es nicht auf UNO-Ebene auch noch so geschieht. Und das globale Staateninsolvenzverfahren ist nicht zustande gekommen. Es tut gut zu sehen, Menschen, die sich hier versammelt haben, mit ganz unterschiedlichen und wertvollen Erfahrungen, Inländer, die Ausländer vielleicht, ja, zumindest in Hörweite. Ich habe es in meiner Rede halt so geschrieben. Verantwortungsbewusste Menschen mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen. Ja, ich würde mich auch selbst als Antifaschist bezeichnen. Allein schon meine Frau gehört zur Minderheit der zwischengeschlechtlichen Menschen. Und wir wären mit Sicherheit im KZ gelandet, hätten wir noch die Nazi-Diktatur. Und deswegen haben wir auch diese weißen Rosen. Das ist ja das Symbol von Leuten, die sich friedlich gewährt haben, friedlich ihr Recht auf Meinungsfreiheit in Anspruch genommen haben, um die Weimarer Reichsverfassung zu schützen. Leider war es damals schon zu spät, hatten wir schon die Nazi-Diktatur, sind hingerichtet worden. Wir wollen unser Grundgesetz schützen und dafür, für Zivilcourage, stehen hier die weißen Rosen als Symbol. Wir haben auch Grundgesetze dabei, tolle. Das ist die Bundeszentrale für politische Bildung, die in verschiedenen Sprachen hat, in Deutsch und auch in Arabisch, wenn jemand vielleicht arabische Freunde hat oder deutsche Freunde gerne mitnehmen und weitergeben. Ja, was noch ganz wichtig ist, die weißen Rosen sind auch ein Zeichen dafür, dass Nazis auf dieser Kundgebung unerwünscht sind. Wir dachten, das wäre schon eindeutig durch den Aufruf. In dem Aufruf haben wir ganz deutlich uns auch bezogen auf die Ewigkeitsgarantie. Die Ewigkeitsgarantie in Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz, was eine Lehre ist aus dem Ermächtigungsgesetz der Nazis und deren darauffolgende Schreckensherrschaft. Wenn in diesem Aufruf steht, dass das, was die Nazis gemacht haben, eine Schreckensherrschaft ist, dann sollte eigentlich jeder Mensch, der den Aufruf gelesen hat, wissen, dass sich hier kein Nazi versammelt. Und wenn hier einer aufgetaucht wäre, dann wären meine Frau und ich die Versammlung sofort unterbrochen, um diese Leute freundlich wegzukomplimentieren. Ja,
Wir wollen heute das Grundgesetz und den Parlamentarischen Rat, der es beschlossen hat, ehren und ein deutliches Signal dafür setzen, es endlich auch konsequent anzuwenden. Es ist gute Tradition, auch bei unseren Abgeordneten, bei bestimmten Jubiläen das Bundesverfassungsgericht zu kritisieren, dass es sich zu viel einmische. Daran knüpfen wir gerne an, allerdings mit der Feststellung, dass deutlich mehr Aktivität in Karlsruhe erforderlich ist zum Schutz unserer Grundrechte und Menschenrechte. Noch etwas Organisatorisches. Anweisungen der Polizei sind natürlich zu befolgen. Die Polizei legt den genauen Aufstellungsort fest. Gut, das ist geschehen. Danke. Daneben ist den Anweisungen der Versammlungsleiterin zu folgen. Meine Frau hat mich gebeten, dass ich durch die Versammlung führe, regelmäßig. Aber sie ist die Versammlungsleiterin. Okay. Wichtig ist, das Versammlungsrecht Nordrhein-Westfalen verbietet, Bundesrecht, verbietet grobe Abweichungen von den angemeldeten Themen der Kundgebung. Angemeldet sind 70 Jahre Parlamentarischer Rat und stoppt den Grundrechtsboykott. Die angemeldeten Themen bitten wir auch bei Fragen an die Vortragenden zu beachten. Wer sich bitte an den dafür vorgesehenen Stellen zwischen den Reden oder am Ende der Veranstaltung zu Wort meldet, gibt bitte aus Gründen der Transparenz seinen vollen Vor- und Nachnamen an. Und wenn er im Namen einer Organisation spricht, bitte auch den Namen der Organisation. Ja, Beleidigungen sind verboten, das steht schon in den Hinweisen der Polizei. Egal, ob es um Menschen geht, die hier irgendwo in der Gegend sich befinden oder die weiter weg sind, niemand darf beleidigt werden auf unserer Veranstaltung. Wenn das passieren sollte, werden wir es sofort unterbrechen. Damit das zu unterbinden. Ja, kleinen Moment. Und wo Kritik zu üben ist, bitten wir darum, diese Kritik nicht gegen Menschen an sich zu richten, damit die Menschen Raum haben, sich zu ändern, sondern an Denkweisen und Verhaltensweisen. Wir wollen allen die Würde lassen. Nur so bleibt dem Menschen Raum, sich positiv zu ändern. Sagen wir das, was zu sagen ist, aber aus einer Haltung der Liebe und zu unserer verfassungsmäßigen Ordnung und des Mitgefühls für alle Menschen, die ihres Schutzes bedürfen. Dann noch eine Bitte, wenn wir wörtliche Zitate bringen, was andere Menschen gesagt haben, bitte möglichst auch die Quelle eingeben, wegen Zitatrecht. Es ist eine Ehre, dass wir uns hier an diesem historischen Ort versammeln dürfen, in unmittelbarer Nähe zum ehemaligen Bundestagsgebäude und zu mehreren Einrichtungen der Vereinten Nationen. Wir danken der Polizei für das in uns gesetzte Vertrauen. Wir danken der Polizei, dass sie so vorbildlich hier für Sicherheit sorgt. Wir danken dafür, dass die Polizei dafür sorgt, dass auch akustisch beide Kundgebungen in Ruhe stattfinden können und dass man auf beiden Kundgebungen jeder sein eigenes Wort hören kann. Ich danke auch der anderen Kundgebung dafür, dass sich dort auch so viele Mit-Antifaschisten versammelt haben. Mit ganz anderen Erfahrungen als wir. Und es ist eigentlich schade, dass wir die Gelegenheit bisher noch nicht gefunden haben, mit unseren Erfahrungen voneinander zu lernen. Der Parlamentarische Rat hat ein breites Spektrum von Menschen zusammengesessen, die alle keine Nazis mehr wollten. Von ganz links im demokratischen Spektrum bis ganz rechts im demokratischen Spektrum. Aber alle waren sich einig, sie wollten keine Nazis mehr. Ja, und ehren wir diesen Platz nicht nur mit unseren Worten, sondern auch indem wir uns nach bestem Wissen gesetzestreu verhalten und indem wir ihn vorbildlich sauber halten, auch wenn wir abräumen und alles wieder mitnehmen. Ja, wer zur Toilette muss, sucht bitte eines der Lokale in der Nähe auf, eine Selbstverständlichkeit. Und ja, ich möchte mich bedanken für alle Menschen, die hier sind. Ich möchte mich bedanken für die Leute, die heute gekommen sind, um hier zu reden. Vielleicht erstmal die Damen. Sarah, du wolltest dich etwas zurückhalten, wenn ich sollte für dich teilweise mitreden. Wenn du es dir anders überlegst, bitte komm sofort wieder herbei und ergreife das Wort. Ich bedanke mich für Niki Vogt, vielen Menschen bekannt durch Querdenken TV, heute bei Die Unbestechlichen. Und Konnektiv-Events. Und Konnektiv-Events natürlich. Ich bedanke mich bei Iris Woboda oder Künstlername Mona Maya. Sie hat schon einiges getan zum Bewusstsein, dass die Gewalt in diesem Land weniger werden muss und auch einiges zur Deeskalation in unserem Land schon beigetragen. Danke, dass du heute bereit bist, hier zu sprechen. Ich bedanke mich bei Marcel Vonarovic alias Wojna von der Bandbreite, einem der couragiertesten Musiker in diesem Land,
der uns dankenswerterweise seine Anlage zur Verfügung stellt. Ich bedanke mich beim ganz wichtigen Zeitzeugen Felix Daracek, der heute hier reden wird. Ja. Ich möchte als nächstes etwas sagen zu unserem Gesetzentwurf, weil ich denke, das ist das zweite Thema und dann zum Parlamentarischen Rat kommen. Ich möchte mich auch bedanken bei allen, die im Vorhinein unsere Veranstaltung erwähnt haben. Darunter waren Leute, die die Mütter gegen Gewalt erreicht haben, waren Leute aus dem Bereich alternative Medien. Viele haben es bei Connective Events gelesen. Viele haben es auch über den Ticker von alternativen Medien, Internet, Nachrichtenagenturen gelesen. Und es hat auch eine Webseite von der Antifa unsere Veranstaltung eine Zeit lang positiv erwähnt. Und ich möchte mich auch dafür ganz herzlich bedanken. Irgendwann haben sie es dann wieder runtergenommen, aber ganz herzlichen Dank. Das zeigt, das Grundgesetz und die Menschenrechte der UNO sind für uns alle da. Und ganz wichtig, danke Sarah, ganz wichtig, hier ist von der anderen Seite eben das Wort von unserem Mitantifaschisten, das Wort internationale Solidarität erklungen. Im ganzen Sinne internationaler Solidarität hat ein guter Freund von uns, Leonidas Chrysantopoulos, ein ehemaliger griechischer Botschafter, jetzt nicht in Deutschland, aber er war in Kanada tätig für Griechenland, in Armenien, ich glaube auch in China, ein Grußwort geschrieben. Das wird heute auch verlesen werden. Wir haben ja auch, uns auch zu Griechenland eingesetzt und darüber haben wir uns kennengelernt. Ja, ich möchte jetzt auf den Gesetzentwurf und Petition Stopp den Grundrechtsboykott zu sprechen kommen. Stopp den Grundrechtsboykott. Petition für Transparenz, Rechtsstaatlichkeit und demokratische Kontrolle der Justiz. Unsere heutige Veranstaltung steht unter dem Motto 70 Jahre Parlamentarischer Rat und Stopp den Grundrechtsboykott. Meinen Namen habe ich vielleicht noch nicht genannt, Volker Reusinger. Okay.